Dark Souls. Dank Souls. Wir sind hier zurück. Wir sind hier zurück. Ja, wir sind zurück und Kisuke spielt. Wir sind immer noch. Das heißt, ihr dürft meine liebliche Stimme viel mehr hören. Ah. Wir sind immer noch in den Archiven des Herzogs. Das ist sieht man gar nicht, oder? Ja. Das sieht eigentlich aus wie Endbosszeit. Außerdem spielen wir Dark Souls. Es, nicht aufgefallen? Es Folge ist 48. Nicht der Library Simulator. Aber knapp, weil hier ist ein alter Mann, mit dem wir jetzt reden. Hello there. I was expecting you. This place is truly magnificent. More than expected. As promised, I shall share the new sorceries with you. And the secret of Seath's immortality. Das ist ja incredible. Ja, verkauft einige seiner Items. Hier, das ist neu. Ne, Kristall, Sinnbär, Kristall, Sauerwaffe. Müssen wir alles kaufen, oder? Ja, ja. Und das kostet ziemlich viel. Boah, 30.000, nimm halt mal ja, die kleinen erstmal. 50.000. Ja, nimm erstmal die kleinen Dinger. Oder die großen. Nimm die großen, sag ich einfach. Nimm einfach die großen am besten. Ach, gut. Dann noch, ich glaube, bei dem 8.000. Hier immer schön die das Höchste, was wir haben. Weil dann ist das Schnellste weg. Also das meiste weg. Oder wir warten jetzt einfach mit 10.000 und. Ich glaube, bei dem hier müssen wir sogar nur das Kristallzeug kaufen. Echt? So. Oh, ich wollte nur mit ihm reden. Hello there. Oh, I understand. We are in the midst of a revolution. Viva la Revolution! Viva! Ah, the secret of Seath's immortality. If you were 40 and were imprisoned, you must know that Seath is a true undead, different from ourselves. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. It is an effect of the primordial crystal, a sacred treasure pillaged by Seath when he turned upon the ancient dragons. So only by destroying the primordial crystal can you so much as scratch his hide. And it so happens, the primordial crystal is in the inner garden of these very archives, the Crystal Forest. Ja, da fahren wir schon mal ein bisschen mehr. Das über den das Kristallding ist ja auch ziemlich gut zu sehen in Dark Souls in the Summary. Ja. And we don't even need it. Oh my god, this crystal shit is making double immortal for some reason. And we don't even need it. Ja, das packt irgendwie. Ich weiß nicht, was du machst. Nee, das ist wieder der Ding hier. Das war der andere. War ja so. Mach ich. Okay, wir fahren hier einiges. Stored in these archives are truly magnificent. A great pool of knowledge. The fruits of superior wisdom and an unquenchable desire for the truth. Some would say Seath had an unsound fixation. But his work is a beautiful, invaluable resource. All progress demands sacrifice. And I certainly bear no antipathy for that wonderful scales beast. Gut. The tomes stored gut. Das war's auch. Progress. Farewell. Gut. Wir haben einiges erfahren zu Seath. Seine Unsterblichkeit. Also es gibt noch andere Formen von Unsterblichkeiten, wissen wir ja schon. Zum Beispiel die Drachen. Aber er ist halt nicht wirklich unsterblich. Er ist naja. Unsterblich wegen seinem Crystal Shit. Ja. Man nennt sich doch Crystal Shit, das ist der Crystal Shit. Naja. Ja. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ja, ja. Was man noch zu ihm sagen kann, ist. Zu Seath sagen kann. Er war halt Scaleless. Was ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er nicht unsterblich war? Schuppenlos. Ja, für die kein Englisch können. Aber ich denke mal. Was wird dann wohl sein Plan gewesen sein? Vielleicht wollte er sich Schuppen zulegen. Wer weiß. Das ist ja auch von allem hinten, oder? Was kann ich dafür, wenn der hinter mir ist? Ganz ehrlich. Packt aber echt mehr so rum in die Kamera. Ja. Was ist denn da schon wieder passiert? Das ist wieder der richtige Stick. Was machst du denn mit den Sticks? Kaum hast du das in der Hand. Vorhin hat es bei dir angefangen. Beim letzten Controller. Doch, beim letzten Controller hat es bei dir angefangen. Nein. Ja. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Nein, es war bei dir. Genau. Du hast einfach zu fettige Hände und dann geht das Fett da rein und dann ist mein Penis. Fettparty. Das ist einfach mein Riesenpenis. Der einfach rumbackt. Okay, hol mal kurz ein lustiges Maschinchen. Oh.
war ein Schusswäffchen. Ein Schusswäffchen, ein Maschinchen. Ja. Ein Schusswäffchen, ein Maschinchen. Ja, das sind die besten Beschreibungen für das, was wir jetzt hören werden. Vielleicht so ein kleiner Penis oder so. Nein. Aber nah dran. Jetzt werden wir das drehen. Muss auslocken. Wie ich schon mal erklärt habe, steht man auf der letzten festen Struktur, wenn man auf einer Treppe ist. Und als ich gedreht hat. Ach, fuck, das Ding war da ja da oben. Ach, hab's verkackt. Muss da runterlaufen, oder? Ja. Dachte ich mir irgendwie. Gut. Also auf der Treppe stehen. Ich glaube, ich hab's wieder verkackt. Ich werde alt. Ich bin müde. Ich bin so müde. Ja, ist eine Lüge, eigentlich ist er gar nicht müde. Ach doch, jetzt. Funktioniert, da unten sehen wir den Schatz. Gut, jetzt muss ich es noch irgendwie schaffen. Mach du. Was muss ich denn machen? Springen? Ich weiß es nicht. Aua! Und am besten wäre es, wenn du dich nochmal heizt. Du musst irgendwie. Okay. Aber okay. Kurz hier den Controller wieder ganz. So. Du musst irgendwie da unten versuchen drauf zu kommen. Wenn du dich nur fallen lässt, geht's auch nicht ganz. Du musst. Und rollen? Ich weiß es nicht, ich hab's einmal geschafft. Ich hab's nur einmal versucht. Aber nur so. Und, schön. Und am besten gleich heilen, weil sonst stirbst du. Nimm das Item. Das war knapp. Das war knapp. Und dann gehst du nochmal öffnen, ne? Ja. Na gut, ich weiß, wo es hingeht. Und du weißt, wie der Trick geht. Ich hopp, sau. Ich hopp. Auch, oder? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie ich gerade hingelaufen bin. Willst du mich einfach verarschen? Ja, die Leute sind eklig. Ja, diese fetten Leute. Das ekligste in diesem Gebiet sind einfach die Bogenschützen, weil die Pfeile dich so hart verfolgen. Ja, ist wohl wahr. Wo gehst du gerade? Auch. Okay. Ich weiß nicht, ob da. Gibt's da oben Durchgang? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gibt normalerweise auf jeder Ebene Durchgang, außer auf der untersten. Das müsste auch stimmen, so. Du musst aber jetzt zweimal drehen, ne? Ja, ich verstehe schon. Gut. Ich hab das schon gerafft. Aber ich töte den dann. Ja, du meinst, ist diese Scheiße. Ich hab nämlich nicht getötet. Ich hab keinen getötet. Ja, eben. Doch den einen stimmen, den einen hab ich getötet. Doch, den da oben habe ich gekillt. Ich habe den da unten stand nicht gekillt, weil ich kam von der Seite. Ich kam von oben. Wer ist denn der? Weil ich bin jetzt nicht gekillt. Jetzt. Ach so. Musst du ganz unten gehen? Nein, du musst erst ganz unten drehen. Dahin, wo du hin willst, musst du gehen. Da, hier. Jetzt hoch. Drehen und wieder runter. Ja. Ich glaube einmal da runter. Du musst eigentlich nur auf der Treppe sein, oder? Wobei ich es verstanden habe. Und dann kommen wir hoffentlich wieder an. Und dann meine ich gleich. Ah, oh, scheiße, hat nicht ganz funktioniert. Hä? Hat sie sich überhaupt gedreht? Ich glaube, das muss ich ganz gedreht haben. Oh, okay, ja, okay. Also, ich warte, bis ich es fertig gedreht habe, dann locken wir einfach aus. Okay. Ein bisschen herumexperimentieren. Wird schon irgendwie klappen. So, jetzt hat's geklappt, ja. Perfekt. Okay, dann heilen wir nochmal. Ach, ich hoffe, das war der richtige. Ja. Oh, jo. Nochmal den Jump. Da liegen zu sehen. In 10.000. Aber ich find's cool, dass das Ding auch bleibt. Und jetzt springen irgendwie runter. Vergiss nicht, wer macht Rückkehr noch. Was wir auch mal sagen können, hier die Dinger respawnen. Welche Dinger, meinst du? Die Kanalisierer. Die respawnen hier. Haben sie ja bis jetzt noch nicht gemacht. So, Mikro besserer Höhe. Jo. Na, ihr Nudeln. Wenn wir so runtergehen, das ist echt scheiße. Gott, sexy. Achso, ich will das Ding angucken. Mhm. Das war irgendwie so ein Mehrfach-Armbrust. Die Evelyn. Ziemlich coole Waffe.
aber den, die geliebte Mehrfacharmbrust des Waffenschmieds Eidas. Die fein gearbeitete Waffe gleicht eher einem Kunstwerk als einer Waffe. Der ausgetüftelte Mechanismus ermöglicht auch 3 gleichzeitig abgefeuerten Bolzen schweren Schaden. Danke. Ups. Schweren Schaden. Die einzelnen Bolzen fügen allerdings weniger Schaden zu. Ja, ist ganz cool von der Idee. Was auch immer du machst. Versuche den Controller zu reparieren. Irgendwie glaube ich, das liegt am PC. Das kann auch sein. Weil das ist jetzt schon der zweite. Es kann aber auch sein, dass am Kabel liegt. Oder... Ja, im Kabel soll nichts sein. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Das nervt gerade echt ein bisschen. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Treiber eben abgestürzt ist von dem Ding eigentlich. Ja, aber das beim letzten ist auch nicht abgestürzt. Das ist halt kein Windows 10 PC, das ist Windows 7. Hm. Wenn ihr den Fehler habt, also wenn ihr nichts guckt und auch so einen Fehler habt und wisst, wie es geht, dann... kommentiert es. Die Folge kommt dann... Sagt mir bitte Bescheid. Die Folge kommt dann in 6 Monaten raus. Ist scheißegal. Falls Leute auch das Problem haben, könnt ihr selber schreiben. Gut. Und hör auf zu husten, Gottverdammt. Was denn? Guck dir mal die Ausschläge an. Ja, die Luft bei dir schlecht, Mann. Direkt hier. Geh doch mal hier, ne? Ne? Östrogen abladen oder so. Hä? Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Ich auch nicht. Egal. Gut, jetzt sind wir in diesem schönen Wald. Achtung vor der Links. Saalwald. Ich würde sagen, wir clearen erstmal das ganze Gebiet hier. Kommen die wieder? Ja. Nein. Doch. Da kommen die wieder. Stell ich eigentlich für eine Frage. Ja. Nur die Goldenen kommen nicht wieder. Oh, ich hab gespoilert, dass es Goldene gibt. Hinter dir, der kommt. Hinter dir, der kommt. Oh, guck mal, der kommt. Geil. Sieht aber so aus, als ob er die nicht treffen würde. Ja. Macht halt auch kein wirkliches Geräusch. Nicht wirklich, man prallt einfach die, ja, die droppen blaue Brocken. Das kann heißt, also können wir die schön farmen. Ja. Und dadurch, dass wir den Ding des Falchion haben, müssen wir nicht erst eine Waffe auf 5 verbessern, sondern wir können gleich von Anfang an hier Action machen. Ah ja, das gibt's ja auch noch. Da hab ich ganz vergessen. Einer nach dem anderen, da hinten rechts ist auch gleich einer. Dieses Gebiet kann man gut, also habe ich gut zum Fahren benutzt. Hinten rechts, rechts nehmen wir. Rechts. Toll. Da wo das Item ist, direkt rechts. Rein. Ich muss eigentlich doppelt nehmen. Ja, eigentlich schon. Würde nicht schneller gehen. Wenn sie dich halt treffen. Bin ich tot. Naja, nicht wirklich. Kann ich da pullen? Ja. Bestimmt, du kannst eigentlich immer holen. Ne, das ist nicht der Goldene. Ne? Kann man die auch nicht töten, eigentlich. Doch, töte sie. Auf der Stelle. Töte sie, mein Schüler. Dann können wir nicht mehr rollen. Doch, kein mehr. Sicher? Ja. Ne, nimm halt mal den Arablas. Welcher ist der leichteste? Fares ist der stärkste. Was ist er nicht? Ach, doch. 34 hat der. Ich hab gedacht, der Fares wäre der stärkste. Hallo. Ich guck mal, ob ich irgendwelche Treiber anfinde für das Scheißteil. Ich glaube, der kommt nicht. Ah ja, ich kann wirklich nicht mehr rollen. Sag ich doch. Dann. Hallo. Irgendwie haben wir ziemliches Pech. Vielleicht ist es die Feuchtigkeit, die den Controller zu schaffen macht. Das ist deine Feuchtigkeit. Natürlich. Ich habe nie Probleme mit Controller. Ich habe auch nur die Probleme mit Controller. Sind so beide Feuchtigkeit? Vereint! Vielleicht ist es, weil er sich dann irgendwie benutzt fühlt. Benutzt. Komisch, ein Controller, der sich benutzt fühlt. Das war faszinierend. Komm her. Intesternant. Grab my booty. Locke. Booty. Schau mal wieder Booty. Ah, want the booty. Booty, booty. Booty, 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 bounce. Booty, 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 bounce. Booty, 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 bounce. Bounce, bounce, bounce. Schön, da hat dich nochmal getroffen. Aber okay, wir haben schon mal gesehen. Aber 1200 Seelen nicht schlecht. Also wie gesagt, lässt sich schön farmen hier. Warum geht man auf blaue Brocken? Brauchen wir eh. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen. 2 jetzt. Ja, ist, man merkt halt, dass das eher ein Zweihänder ist. Zweihänder. Keine Wache, die wir auch verbessert haben und dann nie wieder benutzt haben. Stimmt, ja. Die ist auch viel zu langsam. Die Scheißwaffe. Wie die in der Ecke wartet. Komm her! Komm her! Du bist wohl der Elende. Elgende.
Arm. Schön. Keine Eins, leider. Ein Booty. Für Muti. Ha! Kristallrüstung, Kristallschuhe. Ein sehr cooles Set. Von dem Ritter, den man nicht kennt. Ja. Ein unbekannter Ritter. Das war der von vorhin. Von vorhin, was heißt von vorhin? Letzte Folge, vorletzte Folge, ja. Vorletzte Folge, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Die andere. Die andere. Kristall. Crystal. Das Crystal Shit. Wahrscheinlich wäre ich hier oben drüber. Nein, ich find, was ich auch cool finde, dass hier die Sets in der richtigen Reihenfolge sind. Das zusammengehören, meinst du? Ja. Achso, ja. Das ist oft nicht. Kristallisierte Rüstung getragen von einem hohlen Ritter, der teilweise kristallisiert war. Die Macht der Kristalle gewährt einen hohen Verteidigungswert. Ja, das war's. Da unten ist noch was. Dein Gegner ist leider nicht gespawnt. Ich glaube, das liegt daran, dass wir die Siegmeier-Questline verkackt haben. Ah, ich weiß, was du meinst, ja. Da unten ist da noch einen. Zwei. Die kommen gerade zu mir, ne? Das ist kacke, das Gebiet durch den Boden. Der Boden ist hier relativ komisch gemacht. Relativ unsauber. Und die Bäume. Ihr müsst euch diese Bäume angucken. Die Bäume sind... Wow. So much wow. Guck dir mal diese Bäume an, bitte. Okay, gut, ja. Die sind einfach nur... Sind das diese Pappdinger, die sich bewegen? Nee. Nein, die sind keine Pappdinger. Sind diese 2D... Achso, das ist so... Zusammengesteckt. Ja. Die könnte man sich selber bauen. Ja. Aus Pappe oder so. Oder Holz. Nein, das wäre schon viel zu teuer. Stimmt. Da haben sie recht, Madame. Ach, du meine Fresse. Ah! Ach, du heiliger Strohsack Batman. Ach, du heiliger Kristallmann Batman. Hätten wir jetzt einen Kristallmann? Willst du das damit sagen? Ja. Okay. Ach du heiliger Strohsack, Batman. Willst du hier was? Nein. Hier verbackt man sich anscheinend nur. Yep. Nicht, dass ich das schon mal geschafft habe. Und erst diese Kristallbäume. Das ist cool. Ja, aber es sieht furchtbar aus. Naja, guck mal, ich meine, das ist von der Wald. Kein schönes. Ja, aber das ist auch, das ist so designtechnisch. Ich glaube, ich hoffe, dieser Golem ist doch gespawnt, weil eigentlich hätte der spawnen sollen. Gehst du bitte wieder in den Wald? Geh in den Wald! Geh in den Wald! Bring mir ein schönes Gebüsch! Und ein Hering! Ich möchte mit diesem Hering die höchste Eiche im Wald. Mit Hilfe des Herings! Mit Hilfe des Herings! Irgendwie so. Aber das geht doch nicht, ein Hering hat doch so viele Federn. Hier ist nicht gespawnt. Leider nicht. Hier würde nämlich normalerweise die Tochter von Siegmeier spawnen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir die Siegmeier-Quest verkackt haben. Ja. Qualitätsgameplay, ja. Ich würde auch sagen, machen wir nicht mehr allzu lange. Ich würde sagen, wir machen noch den Höhleneingang. Wir kommen da noch relativ weit sogar. Ja, das Ding ist, ich will die Seele nicht verlieren und ich würde halt gern die weiteren Zauber kaufen. Chill deine Base, yo. Kristallhöhle. Die hat ein sehr interessantes Gameplay Accessoire. Element. Accessoire würde ich es eher nennen. Wieso kannst du wieder mit... Das ist nicht der Goldene. Mir doch egal. Bring us a shrubbery. Bring us a shrubbery. Also, Ritter der Kokosnuss. Wer ihn noch nicht geguckt hat, sollte sich verbrennen. Nicht, nein. Das ist kein Weg. Und hier werden wir dann auch begreifen, warum Prismasteine gar nicht mal so scheiße sind. Warum hat man Prismasteine? Für was sind sie? Diese Fragen. Und viele anderen. In der nächsten Folge von Nipple Souls. Return of the... Man hat hier auch ein Kristallding. Nein, das sind Kristalle einfach. Ja. Da ist auch, guck mal, hier ist ein LSD-Schmetterling. Ja, die sind hier überall, aber sie greifen ja nicht an. Also man kann sie aber... Ja, die... Und? Man Ach, sieht ja. hier... Ein Weg. Ah. Nippel. Das ist die Mechanik dieses Gebiets. Goldene Golem kam. Normalerweise wären wir hier lang gegangen. Ja. So kriegt man halt das Item. Und dann kann man hier noch lang und hier müssten eigentlich noch ein paar Typen sein. Weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, da kommt auf den nächsten Ebene erst. Ja. Also soll ich den LSD-Tunneling töten? Obwohl, greift er mich Nein, an. Nein, der greift dich nicht an. Er kann mich aber angreifen, wenn ich ihn angreife. Dann ja, greift er mich immer wieder an. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre nicht Dark Souls typisch, finde ich. Und man sieht hier eigentlich schon, wenn man jetzt offline spielt, würde man sowas nicht sehen,
Ja. Man kann ja einfach rüberlaufen. Und ich hoffe, ich verfehle es jetzt nicht. Ja, du kannst ja da laufen. Man sieht halt durch die Dinger richtig geil, wo der Weg ist. Ja, man kann auch hier noch weiter, aber da ist noch der Goldene. Das ist der Goldene. Ein Goldener, ja. Der respawnt nicht. Ich hoffe, ich versage. Da hinten sieht man noch einen Weg. Der sieht man auch, der ist größer. Nein. Nein. So, tot. Dead, Beach. Und ob da was? Nö. Nee. In so einem Golden wäre dann die Sieglinde gespawnt. Sieglinde? Hinter dir war noch ein Weg. Den hinter dir. Da kann man auch noch lang, ne? Ja, da geht's dann weiter. Was ist aber hinter mir? Da ist irgendwo ein Weg. Da? Wie du siehst. Da ist er. Ich weiß jetzt nicht, wo genau. Ich glaube. Da wahrscheinlich. Ja. Ja. Lass dich einfach fallen. Oh! Also, dreh dich mal bitte um, dreh dich mal bitte um. Geh da rein und töte sie. Also ausloggen, wir kennen ja den Trick. Komm, die Kamera spackt doch. Ja, die Kamera ist. Ah, diese Kamera. Der Bauchtreiber mal. Die Tür von A. Ich glaube, den Namen werden wir weiter benutzen. Einer ist schon weg. Ein muss nochmal. Sicher? Ja, da war noch einer. Es waren drei. Aber da kriegt man ziemlich viel Funkeltitanid, falls man es noch nicht genug davon hat. Man wird ab irgendeinem Teil davon zugeschissen. Außerdem kann man das dann außerdem noch da unten farmen. Ja, man wird nach einer gewissen Zeit einfach davon zugeschissen. Ja, deswegen liebe ich Dark Souls 1 so. Hier wird man zugeschissen mit den Materialien. In Dark Souls 2 versucht man Drachenknochen zu bekommen. Da kann man nicht. Doch, da kann man auch lang sogar. Da geht's, glaube ich, weiter. Genau, da geht's noch weiter. Da geht's. Ja, das ist der normale Weg. Und hier kriegt man ein Item, wenn man es nicht verkackt. So. Der Mann ist. Nein! Herzlich willkommen bei Dark Souls. Naja, egal. Machen wir einfach nächste Folge. Weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Leute. Ciao. Ciao.